1000 Schuss Belastungstest mit der Weihrauch HW94. Wir haben ein paar verschiedene Munitionsarten, die wir verschießen. Insgesamt 1000 Schuss oder etwas mehr als 1000 Schuss. Das ist einmal die RWS-Munition, etwas ältere RWS-Munition und SK Schönebeck. Und dabei gemischt sind noch ein paar Umarex-Kartuschen PTS gestempelt. 5 Magazine und ich habe wieder Unterstützung vom 37 Yamaha 94 bekommen.
die Laute. Drück mal richtig. Ja. Richtig drücken. Was habe ich falsch gemacht? Gar nichts. Heiß.
Mann, ist die laut, ey. Gewesen. Zieh erstmal den Verschluss zurück. Ja.
Hier ist jetzt die HW94 nach dem 1000-Schuss-Test. Es gibt nur geringe Abnutzung an Hammer. Wie man das sehen kann, dort hat sich der Schlagbolzen ein wenig reingearbeitet. Der Verschlussfanghebel, dort hat sich die Kante etwas abgerundet. Das ist aber normal. Die Zuführrampe sieht noch gut aus. Ansonsten gibt es am Griffstück keine weiteren Verschleißerscheinungen. Unter dem Lauf hat sich die Beize abgewetzt. Ich glaube auch ein wenig Material, wie man das sehen kann. Unter dem Lauf. Der Verschluss sieht von außen noch sehr gut aus. Es gibt nur Abnutzungsspuren hier auf der rechten Seite. Die Öffnung für die Federführungsstange hat sich nicht erweitert, auch nicht die Öffnung für den Lauf. Der Stoßboden hat sich natürlich etwas abgenutzt, da dieser aus Zink besteht. Auch die Einfräsung für den Schlittenfanghebel hat sich etwas abgenutzt, wie man das sehen kann. Und der Stoßboden vorne hat unten ein paar Riefen abbekommen von den Kartuschen. Der Stahlstoßboden ist noch absolut in Ordnung. Vom Unterbrecher gibt es auch noch Spuren. Ansonsten nicht sehr viel am Verschluss. Der Puffer an der Federführungsstange, das ist eigentlich eine Laufdichtung für ein Weihrauchluftgewehr. Dort hat sich gar nichts getan. Also dieser Puffer ist relativ stabil, nicht so wie bei der Soraki 914. Bei der Soraki 914 ist dieser Puffer ja eher so ein kleines Billig-Gummiteil. Hier hat sich auch nichts getan. Der Montagebügel ist noch absolut in Ordnung. Und an den Magazinen hat sich auch nicht sehr viel getan. Auch nicht hier, wo der Magazinhalteknopf eingreift. Dort sieht noch alles in Ordnung aus. Bei allen 5 Magazinen. Ich habe jetzt hier nur 3 zum Zeigen, dass sie alle noch in Ordnung sind. Ich werde die Waffe jetzt eben schnell reinigen und dann nochmal zeigen. Der Lauf war zu keinem Zeitpunkt verstopft und ich habe die ganze Zeit mit dem, oder wir haben die ganze Zeit mit dem Gewindeschoner geschossen und den habe ich nur sehr schwer abbekommen können. Die Waffe ist übrigens Beschuss BB, ist also von 2011, ein neueres Modell und die Seriennummer. Nur als Referenz nochmal. Ich habe die HW94 jetzt mal auf die Schnelle gereinigt und man kann jetzt die Abnutzungsspuren am Verschluss besser erkennen, vor allem am Stoßboden. Was mir aufgefallen ist, dass die Platte hier, die ist etwas lockerer geworden. Man kann das hören. Die rutscht ein wenig nach unten, wie man das sehen kann. Den Spalt dort. Die Griffschalen haben ordentlich Schmauch abbekommen. Griffrücken auch. Ich habe jetzt mal das Griffstück hier weiter demontiert, indem ich den Griffrücken abgenommen habe. Und jetzt habe ich hier mal die 2 Schwachstellen der HW94 aufgedeckt. Das erste wäre die Feder für das Abzugsgestänge. Wenn diese Feder hier erlahmt, dann funktioniert der Double-Action-Modus nicht mehr. Und der zweite Schwachpunkt ist die Harnrastfeder, die von dem Abzugsgestänge von diesem kleinen Haken gegriffen wird und nach vorne mitgezogen wird, damit im Single-Action-Modus der Hammer auslösen kann. Wenn sich diese Stelle hier, wo dieser kleine Haken eingreift, wenn sich diese Stelle abnutzt, dann funktioniert der Single-Action-Modus nicht mehr. Und wie ich das jetzt sehen kann, hat sich dort an dieser Harnrastfeder ein klein wenig durch den Haken abgenutzt. Man kann diese Stelle sehen. Dort, wo der Haken eingreift, dort hat sich eine kleine Stelle abgenutzt. Der Haken hat sich da etwas reingefressen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei einer höheren Schussbelastung aussehen würde. Also das sind auf jeden Fall die 2 Schwachstellen der HW94. Also das sind so die 2 Sachen, die öfters bei der HW94 auftreten. Dass die Feder hier erlahmt und dass sich
an der Harnrast hier, an dieser Harnrastfeder, dort wo der Haken eingreift, dass sich das dort abnutzt und dann der Single-Action-Modus nicht mehr funktioniert. Also dort hat sich auf jeden Fall eine ganz kleine Stelle abgenutzt. Die SK Schönebeck-Munition war wirklich rauchlos. Also das ist wirklich die angenehmste Munition, um damit Belastungstests zu machen. Die Umarex PTS-Munition war nicht ganz so laut wie die SK Schönebeck, hat aber dafür mehr gequalmt. Und die RWS-Munition war irgendwo im Mittelfeld. Also die HW94 ist auf jeden Fall empfehlenswert. Nur sollte man eben darauf achten, dass man eine HW94 mit vernünftiger Abzugsstangenfeder bekommt. Und die Harnrast hier ist auch ein kleines Problem, glaube ich. Ansonsten eine super Pistole für Silvester, auf jeden Fall empfehlenswert. Und die HW94 ist wirklich deutlich lauter als 9mm PAK-Pistolen.